Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Bastelein. Ja, ich sitze seit Freitag auf Kohlen, weil ich euch den eigentlich zeigen wollte und habe ihn zwar aufgemacht, aber ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Und zwar habe ich den wie heißt der? Kolob E Mark Go als Set bestellt bei Amazon. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox. Ich habe ihn mir selber gekauft. Also ich habe Geld bekommen, habe ihn mir selber gekauft. Also es ist mein Geburtstagsgeschenk. Ich habe ihn nicht gesponsert bekommen. Ja, ich bin so aufgeregt, weil ich weiß, ja, wir schauen einfach mal rein. Und zwar besteht dieses Set aus dem Drucker selber. Das ist ein kleiner Mini-Drucker. Kommt aus Österreich. Also ich freue mich, dass es kein Made in China ist, sondern anscheinend Made in Österreich. Dann gehört zu diesem Set noch ein Lineal dazu. Wir haben noch ein Baumwollband, das man auch bedrucken kann. Ich werde auch ein bisschen was mit euch zusammen machen, soweit ich es ja, jetzt hinkriege auf die Schnelle. Und es ist noch eine so Art Führungsschiene für das Band mit dabei. Genau. Und dieses Set hat, ich weiß, es kostet viel, 199 Euro gekostet. Aber ich habe euch ja gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Das heißt, ich möchte auf jeder Karte hinten mein Logo drauf haben. Und ich habe gesehen, man kann Bilder hochladen und die verwenden, weil ich nämlich dann mein Logo vom YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das Logo würde ich gerne als meinen Stempel benutzen. Vielleicht kann ich auch noch Handmade bei einfügen, das weiß ich noch nicht, aber ich dachte, wir testen es einfach. Ich habe ihn jetzt schon mal so weit eingerichtet. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe ihn jetzt schon mal so weit eingerichtet, dass ich meine E-Mail-Adresse eingegeben habe. Und jetzt muss ich das Gerät selber noch mit der App verbinden. Also man muss sich eine App runterladen. Ich habe hin und her überlegt, ob ich ihn mir kaufen soll oder nicht. Aber wie gesagt, ich kann mein eigenes Logo herstellen und ich wollte halt einen Stempel haben. Nur da, wo ich den Stempel haben wollte, die hat sich nicht mal gemeldet, was ich eigentlich sehr schade fand. Aber ja, wenn der Stempel auch 50 Euro kostet, dann lege ich nochmal 150 drauf und dann habe ich hier einen kleinen Drucker, der alles druckt. Also ich kann jede Art von Spruch, also ich kann verschiedene Schrift, ich muss euch das zeigen. Also das ist. Wie gesagt, ich bin hellauf begeistert. Also wir haben erstmal hier so eine kleine. Ach, so schaut es anscheinend aus, wenn das gedruckt wird. Meine Finger dürft ihr nicht anschauen. Es sind wieder mal ein bisschen. Hier haben wir zwei. Ah, wir haben Tipps und Tricks. Auch sehr gut. Das werde ich mir später mal. Ich wollte auf jeden Fall zuerst mal den installieren mit euch zusammen, damit ihr seht, falls ihr den euch auch zulegen wollt. Wie schnell oder wie langsam oder wie gut oder wie schlecht es geht. Und ja, wir haben hier, wie gesagt, den kleinen Mini-Drucker. Wir haben hier ein USB-Kabel und wir haben die Druckerpatrone. Er druckt sowohl schwarz als auch farbig. Und ja, also die Druckerpatronen, oh, made in Malaysia. Die Druckerpatronen sind zwar ein bisschen teurer, aber wie gesagt, ich habe ein Gerät. Und muss mir nicht 20.000 Stempel her tun. Und meistens, wenn ich irgendwas brauche, habe ich eh nicht den passenden. Und bevor ich das alles mit dem Drucker mache, mit meinem großen Drucker, habe ich halt jetzt hier den kleinen. Genau. Ich glaube, ich schaue erstmal, wie viel Batterie drinnen ist. Nee, wir müssen erstmal die Dinge reintun. Die Druckerpatrone. Genau, und zwar zieht man das hier nach oben, dann geht unten der Deckel ab. Also da sollte man nicht reinlangen. Das ist anscheinend der Verschluss für die Druckerpatrone. Dann geht hier hinten auch schon so ein kleines Ding auf. Da sollte man auch nicht drauf langen. Und dann können wir die Batterie einsetzen. Die Batterie. Ihr seht schon, ich bin völlig aufgeregt. Dann kann man hier die Druckerpatrone einsetzen. Ja, vorsichtig aufschneiden, damit wir nichts kaputt machen.
So schaut die aus und die druckt, wie gesagt, farbig. Dann müssen wir erstmal hier den Aufkleber abmachen, damit das auch so, und einsetzen müssen wir sie jetzt. Ich muss überlegen. So, glaube ich. Also das muss auf jeden Fall nach unten und das muss ja da oben hin, also muss es so eingelegt werden. Genau, und dann können wir wieder zumachen und dann kommt das unten wieder dran. Ach, das ist sogar magnetisch. Das ist super. Und dann schauen wir mal, dass wir den weiter einrichten. Und zwar machen wir den erstmal an. Ich weiß gar nicht, da unten ist der Anknopf. Gut, also Batterie hat er. Druckerpatrone ist auch drin. Jetzt werden wir den mal einrichten. Ich habe den eingeschaltet. Also man muss sich noch die App runterladen. Die gibt es im Play Store. Genau. Gehen wir auf Verbinden. Nur dieses Mal. Verbinden. Hat den OK. Bei Nutzung der App. Den OK findest du auf der Verpackung. Okay. Ah, das ist der kleine da oben. Weiter. Ich glaube, das ist der hier. Oder ist es der hier? Genau, jetzt sucht er das Gerät. Verbinden. Genau, und wenn er verbunden ist, dann leuchtet das blaue Lämpchen hier. Ich schaue mal, dass ich ein dünnes Papier mal nehme, damit ich nicht gleich das Xacomta-Papier versau. Du hast die alte jetzt updaten. Mal schauen, wie lange das dauert. Dann kann ich noch schnell meine Uhr runter machen. Sollte es zu lange dauern, dann werde ich jetzt kurz stoppen. So, ihr Lieben, es ist jetzt der nächste Tag und ich zeige euch jetzt weiter, was mit dem kleinen Scheißerchen hier alles möglich ist. Also ich habe schon ein bisschen was ausprobiert, um nicht ganz als Laie dazustehen. Und ja, also wenn man die App öffnet, hat man dieses Bild. Und es gibt hier schon vor, also bis auf die zwei hier, die habe ich selber gemacht, gibt schon mal vorgefertigte Dateien, die man benutzen kann. Man kann auch in den Shop gehen. Da gibt es sowohl kostenlose als auch Dateien, die kostenpflichtig sind. Aber wie gesagt, meine Idee dahinter war nicht, irgendwelche Dateien, vorgefertigte Dateien zu verwenden, sondern hauptsächlich meine eigenen Stempelsprüche zu machen, weil wie oft hat man das, dass man einen Stempelspruch braucht und den nicht da hat. Und meinen großen Drucker anzuschmeißen, ja, habe ich auch nicht immer Lust. Und mit den kleinen kann man es auch genau auf das, was man braucht, anwenden. Ich zeige es euch genau. Genau, ich habe schon ein bisschen was vorgefertigt. Genau, wir gehen jetzt hier mal auf das Plus. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal, was hier alles möglich ist. Man kann hier verschiedene Cliparts verwenden. Ich würde jetzt fast Emojis sagen. Ob es richtig oder falsch ist, sei dahingestellt. Dann kann man hier Formen eingeben. Das habe ich noch nicht getestet. Nein. Zurück. Verwerfen. Man kann hier Text eingeben, das machen wir gleich, aber ich würde jetzt erstmal mit einem Bild anfangen. Und zwar würde ich mein Logo,
Man kann es auch so drehen, das Handy. Dann hat man das Ganze größer. Würde mein Logo, was ich auf YouTube habe, würde ich gerne mal drucken lassen. Genau, er zeigt mir, wenn ich hier so hin und her fahre, wo die Mitte vom Bild ist, was ich cool finde. Weil dann kann ich das nämlich mittig ansetzen. Setze es jetzt schon mal mittig an und mache das noch ein bisschen größer. Oh, das sollte man nicht. Das ist die Rotation. Da kann man das Bild auch noch so ein bisschen schief machen. Für was wir das genau brauchen, zeige ich euch gleich. Da muss ich erst mal schauen, dass ich es mittig kriege. Jo, wir machen das auf jeden Fall mal ein bisschen kleiner. 15 hoch. Setzen es an den Rand. An den Rand. Genau. Also heißt, ich muss das hier vielleicht noch ein bisschen kleiner machen. Genau. Jetzt kann ich das an den Rand setzen? Ich lasse es jetzt hier. Gehe auf Drucken. Also ich muss erstmal meinen Drucker wieder anmachen. Eigentlich sollte er an sein. Ich mache ihn nochmal an. Genau, dann prüft er alles, ob alles da ist. Ach, und wenn das an ist und man öffnet die App, dann zeigt er einem an. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Wir gehen jetzt erstmal auf Drucken. Da muss er sich erstmal verbinden. Und zwar, wenn das Blaue blinkt, dann sucht er danach. Und wenn das Blaue leuchtet, dann ist er einsatzbereit. Dann kann man, wie gesagt, auf Drucken gehen. Ich zeige mal Drucken. Leg mein Lineal ein, damit ich es genau in den Bereich bekomme, wo ich es gerne hätte. Also er hat auch selber eine Anzeige. Ich zeige euch das gleich. Und zwar sind hier so blaue, seht ihr das? Da zeigt er genau an, wo man ansetzen oder in welchem Zwischenraum man, ja, wie sagt man, in welchem Zwischenraum wie genau man, dass man gerade bleibt. Aber wie gesagt, mit dem Lineal ist es natürlich perfekt, dann bleibt man auf jeden Fall gerade. Und hier haben wir schon mal mein Logo von YouTube. Genau. Ich wollte auf jeden Fall mit euch auch nochmal ein eigenes machen. Wir gehen auf Verwerfen. Und zwar würde ich jetzt machen, also ich habe hier auch schon Handmade bei Monas Basteleien, aber ich dachte, wir machen jetzt ein anderes, ein ganz neues. Und zwar geben wir Clipart ein. Da würde ich gerne die kleine Biene mal nehmen. Bin ich im Bild? Ja. Und zwar würde ich die Biene auf 6 mm, kriege ich 5 auch noch hin? Ja, 5 mm machen. Kriegt dann eine Rotation, das heißt, ich kann es so ein bisschen schief setzen. Auf nochmal 16 und kann es hier hinsetzen, kann es sogar duplizieren und ein bisschen runterziehen und kann dann die Biene spiegeln, so dass ich auf jeder Seite jetzt eine kleine Biene habe. Halt, kann jetzt noch einen Text eingeben. Genau, bei dem Text wollte ich euch auch noch was zeigen. Gebe mal Servus ein, kann das dann so hinsetzen, dass die Bienchen ungefähr rechts und links gleich sind. Kann man das Servus vielleicht, das machen wir noch ein bisschen größer. 22. Jo, so machen wir das. Auf 22. Und was ich euch noch zeigen wollte, wo ist es? Ja, man kann die Schriftart ändern. Es gibt ganz viele vorgefertigte oder ganz viele Schriften, die man hier verwenden kann. Es sind auch richtig tolle mit dabei. Es gibt auch welche mit dem Ausrufezeichen. Und mit dem Ausrufezeichen steht hier Einschränkungen für die kommerzielle Nutzung. Bitte beachte, dass die Einschränkungen für die kommerzielle Nutzung dieser Schriftart gibt und eine Lizenz erforderlich sein kann. Heißt, man kann Ärger kriegen.
Und deswegen würde ich die Schriftarten jetzt schon auf jeden Fall mal nicht benutzen. Wir nehmen auf jeden Fall die erste. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal genommen. Die finde ich recht schön. Haben dann unser Bild fertig. Können das vielleicht auch noch ein bisschen insgesamt verkleinern. Die Breite. So, dass es mittig ist. Genau, so würde ich das auf jeden Fall verwenden. Gehe wieder auf Drucken. Lege wieder alles an. Jetzt wird er gleich wieder piepsen. So, nehmen wir wieder aus der Halterung. Genau, die ist, ich weiß nicht, ob ich sie gerade, ich filme jetzt schon zum vierten Mal oder so, aus der Halterung rausnimmt. Und wenn man die das erste Mal macht, dann erst hier aufmachen. Also nicht beides gleichzeitig. Genau, auf Drucken. Dann zeigt er mir an, ich bin bereit. Und dann einfach drüber ziehen und schon hat man ein Servus. Ich hätte jetzt die Bienchen vielleicht noch ein bisschen weiter raufsetzen können, aber ich finde das so schon mal richtig toll. Das ist es auf jeden Fall auf Papier. Ich habe hier auch noch so ein kleines Plastikteilchen. Das wollte ich auch noch testen. Ich weiß nicht, ob das hier von der Größe her... Nee, ich glaube, das werden wir noch ein bisschen kleiner machen. Und dann... Oder wir machen ein Bienchen weg. Wir setzen es einfach ein bisschen weiter zusammen alles. Das Bienchen vielleicht noch ein bisschen weiter. Das dahin. Das Bienchen etwas weiter rauf. Das auch. Na, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit oben, obwohl die Flügelchen sieht man noch. Und dann schaue ich erstmal, wie breit das ist, ob das überhaupt hier drauf gehen würde, weil ich glaube nämlich, dass es zu groß ist. Wir können aber auch nur ein Bienchen machen. Moment, wir gehen mal hier auf zurück. Nehmen nur ein Bienchen. Und wir machen zwei. So, gehen auf Drucken. Schauen erstmal, wo das hinkommt, wenn ich es so hinsetze. Ziemlich weit hinten, okay. Wir werden das auf jeden Fall noch ein Stückchen kleiner machen. So. Dann die Bienen hier reinsetzen. Und schauen mal, ob es jetzt funktioniert. Nochmal auf Drucken. Wie gesagt, man kann da immer so ein bisschen testen. Jetzt sind sie da vorne. Und ich würde mal schauen, ob wir das jetzt so drauf kriegen. Mal schauen, ob es funktioniert. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wir probieren das jetzt mal. Und zwar setze ich das jetzt da an. Ich sage, das ist so ein Plastikteilchen. Mal schauen, ob es funktioniert. Ah, das sind ein bisschen weiter hinten, aber man kann auch Plastik damit bedrucken. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich es mit Wasserfest, ob ich es mit Nagellackentferner wieder wegkriege. Aber ist doch richtig süß. Genau. Was ich euch noch zeigen wollte, ist dieses Band. Das kann man nämlich auch bedrucken. Das ist ein Baumwollband und hat eine Breite von 15 mm. Die gibt es, glaube ich, in 5 und in 10 auch noch. Das heißt, man könnte mit der 5er sogar Schnürsenkel bedrucken, was ich schon mal richtig cool finde. Ich werde jetzt aber nochmal dieses Servus benutzen. Erst nochmal zurück. Nee, so, Moment. Wir machen einen neuen Abdruck. Wir gehen auf Verwerfen, machen nochmal Neues. Da seht ihr 100%
Druckerpatrone ist noch drin und wir haben noch 90% Akku. So, wir gehen noch mal auf Clip Art, nehmen noch mal das Bienchen, gehen noch mal auf 5 mm. So, drehen es ein wenig auf 17, 16, gut, wir nehmen 16. Setze es jetzt mal da oben hin. Geh auf Duplizieren, setze es da drüben hin. Geh auf Spiegeln. So. Das ist auf jeden Fall mittig. Ich drehe es auf jeden Fall so wieder, dass es groß wird, dann sieht man auch mehr. Dann tun wir das Bienchen auch hier auf die Mitte setzen. Tun wieder den Text dazu. Ich mache wieder Servus. Nein. Oder? Nee, ich zeige euch das anders. Doch, wir machen Servus. Lassen die Größe, machen die Schriftart wieder anders, machen die hier und können jetzt das Servus wieder so reinsetzen. So. Die Biene setzen wir, ups, die Biene setzen wir hier ungefähr hin. Und man könnte jetzt das Ganze etwas, ja. Nee, wir machen die Bienen weg, weil sonst kann ich es euch nicht zeigen. Man kann nämlich einen Endlosdruck machen. Machen jetzt einfach Servus. Dann brauche ich dieses für das Band. Ach, es gibt 10, 15 und 25 mm breit. Genau, und das 10er könnte man als Schnürsenkel verwenden. Ach so, Hintergrundfarbe. Wir gehen noch mal so hoch. Halt. Breite. Nehmen wir jetzt so. Und wir haben fortlaufend drucken. Genau. Moment. Ich kriege das nicht ab. Das ist sehr, sehr fest, damit sich das nicht sofort. Damit das nicht sofort wieder abgeht. Ich werde euch unten wieder das Zeitfenster setzen und zwar mit dem Baumwollband und ja. Na, ja, das klebt ja richtig gut. Na super. Das werden wir auf jeden Fall abschneiden. Ach ja, und ich habe schon zwei meiner Karten damit bedruckt, mit Monas Basteleien. Das zeige ich euch auch noch schnell. Und zwar schaut mein Logo dann so aus. Handmade bei Monas Basteleien. Und das ist schon, ich will einfach nicht. Ja, jetzt seht ihr es. Finde ich halt richtig cool, weil jetzt kann ich alle meine Karten selber beschriften. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Genau, das ziehen wir einfach da unten durch. So. Und gehen wieder auf Drucken. Unbenutzte Fläche entfernen. Ah, okay. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. So. Und dann gehen wir auf Drucken. Und diesmal zieht man. Man setzt ihn an, aber ohne Lineal, glaube ich. Man setzt es an und zieht
zieht dann von einer auf die andere Seite. Seht ihr das? Und so schaut es dann am Schluss aus. Da kann man, wie gesagt, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist, glaube ich, da, wo der Kleber drauf war. Deswegen schaut es jetzt so ein bisschen komisch aus. Ja, und man kann es halt bunt machen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar, wo ist es? Man kann es auch in Blau drucken. Also man kann jede Art von Farbe, wenn man möchte. Man kann hier nochmal auf das Servus drauf gehen. Dann könnte man hier die Füllfarbe, wir nehmen zum Beispiel mal Rot. Dann seht ihr das, dann haben wir das Rot. Also man kann da wirklich ganz viele Farben. Man kann die Deckkraft noch ein bisschen verändern. Man kann die Helligkeit verändern. Man kann saftiger machen. Und das ja, finde ich richtig cool. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Weil ich habe es euch ja im letzten Video schon gezeigt, wen es interessiert. Wirklich geiles Gerät. Ich freue mich so dermaßen. Jetzt kann ich alle meine Karten, die ich habe, und ich habe wirklich viele, kann ich alle beschriften. Und wie die Karten ausschauen, zeige ich euch im nächsten Update, weil ich habe gestern noch so ein bisschen umeinander gemacht, ein bisschen umeinander gebastelt, und jetzt habe ich jede Menge Karten. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren über dieses Gerät, auch wenn es wieder ziemlich viel Gelaber war, aber es kennt ihr ja von mir. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen jetzt einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.